Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Popshow. Tja, was machen wir heute? An sich wäre ja noch Toy Fair angesagt. Toy Fair, Toy Fair, Toy Fair. Da gibt es noch so viel zu zeigen. Aber irgendwie gibt es auch genug andere Sachen zu zeigen. Also Sachen, die an anderer Stelle jetzt schon veröffentlicht wurden. Es gibt einiges an Pops, die nicht auf der Toy Fair als Glamshot gezeigt wurden, die es jetzt dann schon als Glamshot gibt. Es gibt einige neue Exclusives und deswegen scheißen wir drauf. Ich zeige euch einfach das, was ich aktuell für das Interessanteste halte, was ihr momentan noch sehen wollt. Die Toy Fair, das lassen wir erstmal alles weg. Wenn es dann richtig geile Bilder dazu gibt, dann werdet ihr die dann auch von mir zu sehen bekommen. Deswegen fangen wir jetzt an mit Barnes & Noble Exclusive in Amerika. Melisandre als Translucent Figur, nicht Glow in the Dark, die ist einfach nur ja, halb durchsichtig so ein bisschen und ziemlich rot leuchtend. Dann gibt es noch den hier, den Night King, den habt ihr auch schon gesehen, den gibt es allerdings auch noch als GameStop Exclusive, meine ich, und zwar in Glow in the Dark, leuchtet halt, ne? So ein im Dunkeln leuchtender, das ist nicht schlecht. Dann gibt es News zu Overwatch. Overwatch ist im Prinzip ein Ego-Shooter als PvP-Ego-Shooter. Also Counter-Strike mit niedlicher Grafik wieder mal. Also optisch ist das wirklich sehr, sehr schön gelungen. Und dazu gibt es natürlich auch Pops. Und das ist hier Tracer, einer der Pops zu Overwatch. Wohl jetzt schon eine der beliebteren Figuren, die Tracer gar nicht so einfach zu spielen sein, habe ich gehört. Aber auf jeden Fall sehr schön gelungen. Die werde ich auch haben müssen, ganz eindeutig. Widowmaker gibt es auch, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ich habe leider keinen Beta-Key bekommen, das heißt, ich kann das Spiel momentan noch nicht spielen. Gemeinerweise. Ich habe es schon gekauft, habe es schon bezahlt, habe die Collector's Edition gekauft, kann es aber leider noch nicht spielen. Schade. Sonst würde ich vielleicht auch die haben wollen, weil so als Figur spricht die mich jetzt nicht so an, aber ich kann den Zusammenhang noch nicht erstellen. Ich kenne halt nur ein paar von den Charakteren, die man bei Overwatch spielen kann. Und zwar den unter anderem. Den muss ich mir auch haben. Den Reaper. Schaut euch das mal an. Der sieht einfach nur cool aus. Selbst wenn man mit dem Spiel nichts anfangen kann, diese Figur sieht doch einfach nur grandios aus. Mit dieser Maske und den zwei Knarren. Das hat was. Das finde ich einfach optisch absolut genial. Eine der schönsten Popfiguren, die ich seit langem gesehen habe. Ganz ehrlich. Also finde ich sehr, sehr ansprechend. Dann gibt es noch den hier. Only at GameStop. In den USA natürlich. Wir werden sehen, ob er dann auch bei Culture und auch in Europa relativ zügig rauskommt oder ob es dauert. Soldier 76 kann ich auch noch wirklich nicht viel zu sagen. Auch recht interessante Optik. Hab die Figur aber im Spiel so noch nicht gesehen. Also ich habe mir auch noch nicht viel Footage angeguckt. Ich will es eigentlich selber spielen. Ich habe Bock drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Dann gibt es noch den hier. Winston, das soll ein 6 Zoll Pop sein. Ein Gorilla. Da steht ein Gorilla auf dem Schrank dann, wenn man ihn sich holt. Das sieht ziemlich cool aus. Den muss ich mir live angucken. Also das weiß ich nicht, ob der was kann. Also das kann sein, dass der auch ins Regal kommt. Aber auf jeden Fall interessant gemacht mit der Brille und so und der Frisur und den ganzen Metallapplikationen. Das hat schon was. Ich weiß nicht. Muss man dann live sehen. Ich glaube, der ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommen wir allerdings erstmal zu den Warcraft Pops. Da kommt nämlich ein Film raus. Dieses Jahr kommt der in die Kinos und der wird sehr vielversprechend sein. Geht so ein bisschen um die Vorgeschichte, was so passiert ist zu Zeiten von Lothar. Und das ist auch der erste Pop, den ich euch zeigen will. Lothar, ne? Lothar, der Lodder, ist unterwegs als schön gemachter Pop. Finde ich sehr schön, hat eine wirklich angenehme Rüstung bekommen. Die Schultern sind noch nicht so wild, wie sie in World of Warcraft im späteren Zeitraum geworden sind. Na, noch ein bisschen kleiner alles. Das sieht alles ganz cool aus. Durotan. Das ist ein Ork. Ja, sieht im ersten Moment hässlich aus, als Pop aber, glaube ich, fantastisch. Also ich glaube, der sieht als Pop richtig, richtig gut aus. Und das ist auch einer, auf den ich mich freue. Also den werde ich wohl im Regal stehen haben. Bei Lodder weiß ich das noch nicht, aber bei Durotan, da ist das ziemlich sicher, dass der ins Regal kommt. Jetzt kommt hier noch einer, und zwar ist das Garona. Finde ich persönlich jetzt nicht so gut gelungen. Das überträgt sich irgendwie nicht gut. Die sieht irgendwie komisch aus. Nicht so ganz meins.
muss man dann auch sehen, wie sie aussieht, wenn sie live ist. Ihr wisst, die Glamshots sind meistens digital erstellt. Das sind nicht wirklich die Figuren. Und wenn man die dann vor sich hat, dann sehen die tausendmal besser aus noch. Immer. Es ist einfach so. Pops sehen live immer viel toller aus. So vielleicht auch Garona. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warten wir auf den Film. Sobald der rauskommt, werden die Leute die Pops sowieso haben wollen. Alle, wie sie da sind. Ich finde es schade, dass sie noch keinen Gul'dan angekündigt haben. Den hätte ich nämlich auch sehr cool gefunden. Die habt ihr letztes Mal schon gesehen, jawohl, deswegen zeige ich sie euch trotzdem nochmal, weil das ist jetzt der richtig schöne Glamshot mit der Packung dabei. Supergirl, neue DC Pops, alle basierend auf den Figuren aus den Comics. Die hier, gut, okay, es gibt natürlich jetzt auch die Serie dazu, aber die basiert trotzdem auf der Comic-Variante. Genauso wie der hier, Firestorm. Wenn ihr Flash und Legends of Tomorrow kennt, dann wisst ihr, wie Firestorm in dem DC-TV-Universum aussieht. Natürlich völlig anders und dementsprechend ist das natürlich die Variante. Habt ihr auch schon bei mir gesehen auf dem Channel, habe ich schon ein Concept-Art gezeigt. Jetzt will ich euch nochmal die Glamshots zeigen. Auch der hier, Black Manta, eine komische Figur. Ich finde irgendwie die Kopfform irgendwie, weiß ich nicht. Obwohl der ja so aussieht, also diese Figur sieht halt so aus. Ist aber auch für mich wieder ein Rückschritt, selbst wenn er mal die Hand nach oben hat. Ich finde irgendwie gerade von den Körpern her, gerade bei den Pops, die auf Comics basieren, da machen die sich das immer relativ einfach und machen nur diese normalen Standard-Pop-Körper in der Standard-Pose. Das finde ich irgendwie schon fast langweilig, also wenn die Proportionen noch nicht mal richtig passen, weil Black Manta ist an sich ein relativ schmaler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und da wirkt das ein bisschen komisch, wenn er dann diesen breiten Oberkörper hat. Hier auch ne, Cyborg in der Variante. Da bevorzuge ich persönlich den aus Teen Titans. Da gibt es ja den aus dieser Zeichentrickserie Teen Titan Go. Und das ist jetzt die ganz normale Variante aus dem Comic. Auch der taucht wahrscheinlich ja in Batman wie Superman auf. Sehr wahrscheinlich sogar. Und da wird es dann vielleicht nochmal einen anderen Pop zu geben. Bin ich sehr gespannt. Das hier, weiß ich nicht, sieht komisch aus. Also ich mag eh die Comic-Variante von Cyborg nicht besonders gern. Ich finde, das Kostüm sieht irgendwie aus, weiß ich nicht. Können auch von den Village People sein, ich weiß es nicht. So, jetzt kommen wir nämlich schon zu den Action Pops. Da gibt es jetzt nämlich tatsächlich wieder Concept Arts. Hier haben wir den Stormtrooper in der Action Pose. Nicht wirklich, aber er hat halt dieses Riot Gear Dingen raus und wirkt deswegen so, als wäre er in einer Action Pose. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Der sieht auch ziemlich genial aus. General Hux, auch wieder relativ Standard der Pop. Ja. Ist aber wohl, ja. Ist wichtig, muss man haben, unbedingt. Den hier, das ist die Guavian Guard oder so. Guavian heißt der irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann die vorkommen. Da gibt es auch eine Black Series Figur zu, wo man sich fragt, warum. Im Film ist mir das Viech gar nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das sind die Typen, die in der Szene da auftauchen, wo Han Solo auf seinem Frachter ist und von den beiden Fraktionen sozusagen bedroht wird, bevor dann diese Kreatur freigelassen wird. Irgendwie so. Dann Maz Kanata, ja, der Yoda-Ersatz sozusagen und nicht mehr so ganz grün. Ja, witzig, ob das nun ein toller Pop ist, keine Ahnung, ich weiß nicht. So Yoda ist ja irgendwie noch irgendwie ganz niedlich. Maz Kanata finde ich jetzt nicht niedlich. Und sich da so ein verschrumpeltes Ding ins Regal zu stellen, keine Ahnung. Gut, wir haben auch einen Freddy Pop, also von daher. Dann Eamon hier. Sam Wexley. Gespielt von dem Typen, glaube ich, der bei Heroes mitgespielt hat. Und da den weiß gar nicht, wie er hieß. Auf jeden Fall hat der da einen gespielt, der irgendwie Gedanken lesen konnte oder so. Das war der. Ja, so ein etwas properer, der neue Porkins sozusagen. Sieht ein bisschen aus wie ich. Ich bin noch dicker. So ist das wohl. Ja. Und ich sehe, glaube ich, in so einer Uniform auch nicht besonders cool aus. Das quillt überall raus dann. Dann Eamon hier. Darauf haben sie ja alle gewartet. Spoiler, er ist tatsächlich drin im Film. Ja, auf dem Poster wird er sogar als erstes genannt. Und im Film kommt er eigentlich gar nicht vor. Muss man einfach mal so sagen. Der ist erst in der nächsten Episode mehr zu sehen. Luke Skywalker als alter Mann mit seiner Roboterhand. Okay. Ja. Kann man machen. Finde ich auch nicht schlecht. Also sieht auch ganz cool aus. Wohl auch der vom Pop her. Ja. Muss man dann sehen. Ist halt noch ein Concept Art. Mal sehen, wie der nachher als Pop aussieht. Dann haben wir hier General Leia. Diesmal nicht im komischen Kleid.
Das schmeichelt ihr dann etwas, diese Klamotte hier. Sie steht auch so ein bisschen keck da. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ist an sich ganz cool. Und jetzt kommen wir wieder zu einem, der richtig geil ist. Guckt euch das mal an. Das hier ist Kylo Ren in Action-Pose. Mit hier, ne, die Macht nutzen und das Lichtschwert nach hinten. Das sieht einfach nur geil aus. Das ist genau die Art von Pop, die wir möchten. Ne, Pops zum Hinstellen, die richtig geile Action-Posen haben. Immer diesen Standard-Pop finde ich langweilig. Das ist was Neues. Das sieht richtig cool aus. Und wenn das gut umgesetzt ist, dann wird das ein Muss sein. Den muss man dann einfach haben. Genauso wie sie hier, ne, Rey. Es war so lustig, es war Oscar-Verleihung und da war Daisy auch mit dabei und kam auf die Bühne und unten drunter stand dann, Daisy ist Co-Star in Episode 7. Als wenn die den Film nicht gesehen haben. Also ich meine, Co-Star, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wie beim Merchandising. Es gibt Sachen, da ist die nicht dabei. Es gibt irgendwie ein Monopoly-Spiel, da ist sie nicht dabei als Figur oder so. Und warum nicht? Weil man ihr Potenzial nicht erkannt hat? Nein, keine Ahnung. Woran nichts? Ist das was Sexistisches? Hallo, sie ist die Hauptfigur. Die Hauptfigur in der neuen Star Wars Saga. Und zwar nicht nur in der Episode 7. Davon kannst du ausgehen, dass sie ist die neue Hauptfigur. Und das sieht man auch ganz, ganz klar, wenn man den Film gesehen hat, die Episode 7. Und dementsprechend finde ich das extrem frech, dass sie da Co-Star drunter erschienen haben. Hier ein richtig geiler Pop von ihr mit dem Lichtschwert. Hoch, natürlich auch ein kleiner Spoiler für Leute, die den Film nicht gesehen haben, aber wer bis jetzt Star Wars Episode 7 noch nicht gesehen hat, der interessiert sich entweder nicht für Star Wars oder, keine Ahnung, war irgendwie in der Wüste unterwegs die letzten 6 Monate, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr cooler Pop. Dann Imsen hier, oder sie hier, C074, Don't Ask Me, ist irgendein Druide, natürlich relativ schlecht zu erkennen auf diesem Concept Art. Mal sehen, wie das Ding nachher aussieht, wenn da ein Glamshot kommt. Bin ich sehr gespannt. Dann werde ich jetzt nicht viel mehr zu sagen. Dann haben wir neue Mystery Minis. Jawohl. Das ist jetzt wieder Toy Fair News. Da gibt es einige schöne neue. Und zwar gibt es hier, wenn ihr mal guckt, das ist die Reihe von den neuen Game of Thrones Figuren. Sollen immer im März rauskommen. Ich finde den Tyrion zum Beispiel ganz niedlich. Arya sieht ziemlich cool aus. Finde ich witzig, also die sehen echt cool aus. Also ich finde die Mystery Minis von Game of Thrones sehen irgendwie wirklich richtig, richtig niedlich und knuffig gemacht aus. Hier haben wir noch welche zu World of Warcraft, nein, zu Warcraft. Nicht World of Warcraft, wo das an sich ja auch stimmt. Das ist Warcraft. Hier ist dann auch Medivh dabei, hinten rechts. Wir haben Gul'dan und diverse, ne, irgend so ein Hellscream ist mit auch dabei und Garona und Lothar und so weiter und so fort. Also sind halt alle mit dabei. Aus irgendeinem Grund gefallen die mir persönlich jetzt nicht so gut. Obwohl die an sich auch nicht anders sind als die von Game of Thrones. Die sehen halt insgesamt nicht so cool aus. Weiß ich nicht. Dann die hier, die sind wiederum zuckersüß und knuffig. Guckt euch das mal an. Das sind die zu Through the Looking Glass. Das sind die neuen Alice Mystery Minis. Es sind eigentlich auch scheinbar nicht nur zu Through the Looking Glass, weil in der Mitte steht ja der Mad Hatter in seiner alten Optik noch, bevor er die etwas graueren Klamotten anlegt. Deswegen an sich, ja, zumindest er ist in der Form dabei. Ich weiß nicht, ob der im Film dann vielleicht auch so auftaucht. Auf jeden Fall sind das zu Alice im Wunderland, Alice Through the Looking Glass, dem zweiten Teil, die Mystery Minis. Sehr niedlich, sehr süß geworden. Dann gibt es hier noch die ganzen neuen, könnt ihr sie sehen, ja, hier, ne, alle mal der Reihe nach aufgestellt. Das sind die neuen The Walking Dead Mystery Minis, auch hier einige sehr, sehr coole mit dabei. Unter anderem gibt es endlich mal eine Beth, es gibt den Morgan, es gibt eine schöne Maggie. Dann, hier haben wir verschiedene coole Zombies und natürlich einen neuen Rick und einen neuen Daryl, das muss natürlich auch sein. Die gehören immer mit dazu, das ist so. Deswegen... auch die ganz cool geworden, sehr, sehr ansprechend, finde ich schon nicht schlecht. Dann haben wir neue Fabrications, auch das sind News noch von der Toy Fair. Hier haben wir einmal Ant-Man und einmal Daredevil. Im Hintergrund steht noch ein Stormtrooper, der mag aber schon älter sein, das weiß ich nicht genau. Dann haben wir hier den Stay Puft Marshmallow Man, der wiederum richtig genial aussieht als Fabrications. Also den finde ich fast noch so den einzigen validen Fabrications, also die Figur, die man wirklich gut als Fabrications machen kann, die danach auch noch so aussieht, wie sie auszusehen hat, finde ich unheimlich süß. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich mir mal ein Fabrication hole, obwohl ich finde die einfach nur unverschämt teuer, deswegen weiß ich es nicht genau. Dann gibt es noch Kylo Ren und Captain Phasma. Finde ich, sehen jetzt nicht so überragend tolle aus, leider, weiß ich nicht. So. Und dann, mehr oder weniger zum Abschluss, habe ich die hier noch in Vertretung für viele andere Figuren, die es davon auch noch gibt, die ich euch aber jetzt eigentlich gar nicht zeigen will. Und zwar ist das eine neue Reihe von Funko Rock K.
Candy. Das ist Wonder Woman aus Batman v Superman. Es gibt da auch noch verschiedene andere. Es gibt noch eine Catwoman, glaube ich. Ich glaube, eine Catwoman gibt es gar nicht. Haha, es gibt noch eine Harley Quinn, es gibt noch ein Batgirl und es gibt viele, viele, viele verschiedene andere Figuren von diesen hier noch zu Barbie. Jawohl, Funko hat sich die Lizenz von Barbie geholt und deswegen gibt es viele, viele von diesen Rock Candy Figuren als Barbie, Barbie als hier Krankenschwester und weiß ich nicht, Barbie als Hocker, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Barbie tanzt an der Stange. Auf jeden Fall. Das hier ist die Wonder Woman aus dem Film und ich finde die Figur Zucker. Ich finde die super süß. Die sieht richtig, richtig gut aus und ist auch für mein Verständnis die beste von diesen Rock Candy Figuren, die bis jetzt vorangekündigt sind. Also wirklich sehr, sehr niedlich. Könnte ich mir auch gut im Regal vorstellen. Vielleicht mal an unsere Anbieter von verschiedenen Boxen zu DC, Marvel und so weiter. Wie wäre es dann mal mit so einer Figur? Das ist doch mal was, oder? Damit schließe ich für heute. Das war's, ihr habt alles gesehen, was es aktuell zu sehen gibt. Es ist schon wieder viel zu lang geworden, aber es nützt nichts. Es gibt viel zu zeigen, Woche für Woche, deswegen muss das sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr gut findet, worauf ihr euch freut, welche Figuren ihr unbedingt haben wollt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ein Abo wäre ein Traum, wenn ihr nicht schon eins habt. Und denkt mir an alle Leute auf der Endcard. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.